So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Rome 2 Total War. Wir waren stehen geblieben auf der Kampagnenkarte, haben hier einen ziemlich großen Teil Italiens erobert, beziehungsweise Salernum ja im Prinzip nur, der Rest gehörte uns ja schon. Und müssen jetzt, was haben wir nochmal als Ziel? Haltet die folgende Siedlung Bovianum. Okay, die müssen wir auf jeden Fall noch erobern, aber als erstes ist Buxentum hier unten dran. Bovianum ist ja das Endziel dieser Prolog-Kampagne, würde ich mal sagen. Von daher, was müssen wir denn machen? Müssen wir überhaupt irgendwas machen im Moment? Können wir noch irgendwas machen? Wir könnten hier was aufrüsten. Bessere Waffen der Stufe 2, Rüstung 1. Hier haben wir Schilde 2, Rüstung 2, Waffen 1. Hier haben wir Rüstung 1, Belagerungswaffen und römische Onaga können wir dann bauen. Ich weiß nicht. Sollen wir den einfachen Schmied hier bauen? Ich würde mal sagen Schildmacher. Machen wir... Achso, das ist in Capua, war das? Okay. Hier in Salernum könnten wir noch das ausbauen. Würde minus 2 Nahrung machen. Macht im Prinzip nichts. Das gibt uns das plus 8 Wohlstand aus alten Quellen. 200 Wohlstand durch Subsistenz. Plus 2 Wachstum. Vom Meer aus wollen wir erstmal nicht einfallen. Daher baue ich, glaube ich, hier mal einen Fischerhafen, oder? Obwohl, Nahrung haben wir eigentlich genug. 40 Wohlstand. Brauchen wir noch Wohlstand? Ich glaube nicht. Dann können wir erstmal römisches Dorf daraus machen. Was haben wir hier oben? Hier oben können wir noch einen Hof draus machen. Auch nie schlecht. Jetzt haben wir sowieso nur noch 88. Ich erwarte eure Befehle. Hier ist eine zweite Legion. Okay, können wir da noch irgendwas machen? Ne, mit 88 wahrscheinlich nicht, ne? Wo haben wir denn unsere Truppen noch stehen? Die sind alle hier, okay. Die werden noch verstärkt. Verbessern kann ich die nicht. Eine Technologie erforschen könnte ich noch, wenn ich das wollte. Achso, mache ich gerade schon. Okay, alles klar. Und ansonsten würde ich mal sagen, beenden wir mal die Runde. Oh, ist laut. Okay. Wir sind also anscheinend auf uns allein gestellt. Würde ich mal sagen, bauen wir jetzt erstmal die auf und bauen wir die dann mal auf. Bonus gegen große Gegner, aber ehrlich gesagt finde ich das Tati erstmal noch besser. Die Vorteile des raschen Aufbaus von Streitkräften in Kriegszeiten liegen auf der Hand. Unsere Kaserne ist groß genug, um mehrere Einheiten gleichzeitig auszubilden. Okay, dann baue ich die erstmal weiter auf. Soll ich mit der schon mal direkt angreifen? Und schon mal hin belagern? Warum eigentlich nicht, ne? Obwohl, hier könnte ich die noch ein bisschen mehr verbessern. Triarii und Principes sind natürlich schon von Vorteil. Dann lasse ich die, glaube ich, doch erstmal noch auf römischem Gebiet. Und ziehe dann die später runter. Jetzt kann ich erstmal noch was anderes. Aber das mal noch erforschen. Und ansonsten passiert gerade echt nicht viel. Also die lassen mich wohl irgendwie gerade aufbauen. Dann nehmen wir die erstmal. Hier kann ich alle verbessern. Kostet aber zu viel, okay. Dann würde ich sagen, die zumindest schon mal. Das kostet schon wieder zu viel, okay. Das kann ich noch, das kann ich noch. Das schon nicht mehr, okay. Dann verbessere ich die noch. Sprecht euch aus! Und ansonsten habe ich schon wieder viel zu wenig Geld. Noch irgendwas ausbauen, was mir mehr Geld gibt. Bauplatz habe ich hier noch frei.
Ansonsten ist aber nicht mehr viel. Wir holen nicht die Runde nochmal. Oh oh. Okay. Habe ich einen Agenten eigentlich? Sieht nicht so aus. Nee. Okay, die Samniten kommen von Umbau abgeschlossen. Ist klar. Silanus! Dann sollten wir uns auf die vorbereiten. Triarii oder die Principes sind eigentlich schon etwas geiler. Seid ihr bereit, Rom zu dienen? Ich mach mal 3 Stück. Nochmal. Ihr seid jetzt fertig, ne? Dann könnt ihr schon mal runterkommen zum Unterstützen. Kann ich hier nicht irgendwo nochmal... Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie Gewaltmarsch, glaube ich, gibt es ja auch noch. Dann laufen die ein bisschen schneller. Auxiliariekaserne klingt erstmal gut. Dann beende ich nochmal die Runde. Die Bevölkerung dieser Provinz wächst, Prokonsul. Die Städte müssen sich ausweiten und entwickeln, wenn sie florieren sollen. Gut verwaltete Stadtzentren sind die Motoren der Zivilisation. Das Bevölkerungswachstum in einer Provinz wird durch verschiedene Faktoren bestimmt, darunter Nahrungsüberschuss und Gebäude vor Ort. Wachstum führt zu einem Bevölkerungsüberschuss, durch den einer Stadt in der Provinz neue Gebäudeplätze hinzugefügt werden können. Bevölkerungswachstum und Überschuss könnt ihr im Provinzfenster einsehen. Meinte ich hiermit... So, irgendwas, was mir Geld gibt. Plus 40, plus 100 Wohlstand durch Manufaktur. Machen wir mal. So, die sind wieder abgehauen. Dann verbessere ich mal noch ein paar Einheiten von mir. Silanus! Im Prinzip muss ich ja schon auf die erstmal warten, ne? Noch mindestens eine Runde. Gucken wir nochmal. So, nochmal verbessern, 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 soweit ich kann. Okay. Na, und jetzt sind die nah genug, dass ich mit denen hier mal hinziehen kann. Ach, du lieber Himmel. Ich muss die ganzen Weg... Ach, du Kacke, da muss ich ja erst die hier einnehmen. Ja gut, dann belagere ich halt erstmal die, ne? Und ihr geht darunter dann verteidigen. Bei Kampagnen fernab der Heimat müsst ihr vom Land leben, Prokonsul. Der Unterhalt einer Armee in feindlichem Territorium ist teuer. Plünderstellung. In feindlichem Territorium kann sich eine Armee in Plünderstellung von umgebendem Land unterhalten. Eine Armee in der Ferne ist eine Plünderstellung günstig, was? Eine Armee in der Ferne ist in Plünderstellung günstiger im Unterhalt, kann sich aber nicht sehr schnell bewegen. Die Vor- und Nachteile einer Stellung erfahrt ihr, wenn ihr mit der Maus über das entsprechende Feld fahrt. Wählt eure Armee aus, um die verfügbaren Stellungen zu zeigen. Genau, das wollte ich nämlich gerade. Dann gibt es hier diesen Gewaltmarsch. Dann sind die schneller. Plündern. Diese Stellung kostet 50% Bewegungsreichweite. Aber ist natürlich etwas besser. Wir machen das einfach mal. Macht euch über die Landschaft her, Männer! Ihr könnt nur auf kontrolliertem Gebiet neue Einheiten für eine Armee rekrutieren. Söldner lassen sich jedoch an jedem Ort rekrutieren. Wir sollten es in Erwägung ziehen, Verstärkung für unseren Kampagnenfortschritt anzuheuern. Im Gegensatz zu anderen Einheiten können Söldner auch in feindlichen Regionen angeheuert werden. Söldner können über das Fenster Söldner rekrutiert werden. Die Söldnerversorgung im Gebiet ist begrenzt und die Arten der Söldner variieren je nach Kultur vor Ort. Söldner müssen nicht ausgebildet werden und treten der Armee bei, sobald sie angeworben werden. Okay, das ist ja schon mal... Cool, was haben wir denn hier so? Italische Söldner-Speerkämpfer. Mach ich mal 2. Viel mehr kann ich mir eh nicht leisten. Hier kann ich keine mehr rekrutieren. Aber diese Armee sollte es eigentlich packen. Belagerungsexperten an die Spitze! Zu euren Dienst. So, sind die erstmal da. Alle kann ich nicht verbessern, aber ich mache erstmal so lange, wie ich kann. So.
Minus 15 Rekrutierungskosten für Söldner, Unterhaltskosten. Perfekt. Nehmen wir auch. Können wir sonst noch irgendwas verbessern? Hier vielleicht. Hier können wir nochmal erweitern. Das ja super. Aber kein Geld dafür. In Rom ist auch noch alles in Ordnung. So. Geht jetzt immer ein bisschen schneller mit den Runden. Aber ist ja erstmal egal. Dann kommen wir auch mal ein bisschen weiter hier. So, nächste. Dann brauchen wir hier in Salernum. Was haben wir denn hier noch nicht? So ein Tempel, ne? Was bringt der uns? Öffentliche Ordnung. Bringt uns nicht viel. Was haben wir im Prinzip? Sollen wir hier auch nochmal so einbauen? Ach, jetzt habe ich schon zwei gebaut. Ne, das will ich ja gar nicht dann. Dann baue ich nochmal hier Landwirtschaft ein bisschen. Ihr dürft den Angriff nicht überstürzen, Kommandant. Es besteht die Möglichkeit, den Feind auszuhungern. Eine Garnison kann besetzt werden, um die Verteidiger auszuhungern. Verteidiger können versuchen, die Belagerung zu durchbrechen oder durch Verstärkung von anderen Orts unterstützt zu werden. Aber wenn wir so stark in der Überhand sind, sollten wir das eigentlich spielen. Die haben hier nur eine Garnisonsarmee. Soll ich das automatisch oder? Nee, komm, ich will schon spielen. Darum geht's doch in Total War. Eigene Gefechte spielen. So, die Schlacht von Malventum. Mir geht es gut und der Armee auch. Wir klettern nun schon seit einer Woche durch offenes bäuerliches Land zu bergigeren, ländlicheren Gebieten hin. Die Dörfer, auf die wir stoßen, sind bereits verlassen und die Eingeborenen sind samt Vieh geflohen. Vorräte stellen jedoch kein Problem dar, da unser Gepäckzug einen Überschuss an Getreide mit sich führt und unsere Reiter sicherstellen, dass der Weg zurück nach Kampanien frei bleibt. Wir nähern uns Malventum und werden innerhalb der nächsten Tage in Sichtweite der Stadt sein. Es kam zu Kontakt mit einer Jägergruppe dieser antiken Stadt. Sie wurde in die Flucht geschlagen, nicht in der Lage mehr zu bieten als ein paar Geschosse und Beleidigungen in unsere Richtung. Die Verteidiger erwarten unsere Ankunft. Na super. So, Regen habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. Immer noch Regen. Trocken, perfekt. So, hübsche kleine Siedlung. Im Prinzip können wir am besten von hier aus angreifen, dann direkt hier durchbrechen. Gehen wir mal... mit euch. Die Kampfgruppe wartet auf euren Befehl, ihre Pflicht zu tun. Und euch dahinter. Die Kampfgruppe wartet auf euren Befehl. Kommt ihr noch dahinter? Gruppiert und bereit! Equitas! Die Kavallerie kommt mal von hier oben. Würde ich sagen. Und ihr bleibt auch mal eine Gruppe. Ihr könnt dann hier hinterbleiben. Los, Soldaten! Ihr habt eine neue Chance, Ruhm zu erlangen. Jubelt, Männer! Wir ziehen in den Kampf!